Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier gerade in so einem zugemüllten... Hey, das ist ein Provisorium einfach nur. Ein Provisorium? Naja, das ist dieser kleine, mega winzige Raum erfüllt mehrere Funktionen. Es ist Lager und Studio und... Was lagert man denn hier? Ich habe hier einen kleinen Roboterarm, den ich gerade versuche fertigzustellen. 5 verschiedene Greifer, weißt du, womit du kleine Centstücke aufheben kannst. Und Klamotten sind da. Ich habe gerade eine Tüte gefunden, wo 25 verschiedenfarbige Socken drin sind. Die sind übrigens sehr seltsam verpackt. Ja, kannst du welche haben. Wie so Astronautenfutter. Ich habe überlegt, Socken zu produzieren und das sind so Dummy-Samples. Ah. Und Franzi räumt halt alles, was ich unten habe, immer einfach hier hoch, weil das ist quasi der einzige Raum, den wir noch haben. Und sie müllt, also wenn ich mal ehrlich bin, hat sie den zugemüllt. Ich habe einen Kumpel, der hat einen Rechnungsraum. Wirklich? Ist der Buchhalter oder so? Nee, der hat einfach nur derbe verpeilt so, und hat keinen Bock, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ja, und dann schmeißt das da rein. Macht die Tür auf, wirft rein, macht Tür zu. Und dann kommt der Steuerberater mit dem Besen und... Welcher Steuerberater? Ich habe einen Schuhkarton. Das würde ich auch richtig geil. Was nervst du mich mit Problemen von morgen? So nach dem Motto. Hä, aber dann kann ich auch einfach einen Mülleimer schmeißen oder was? Der findet da eh nichts mehr drin. Nee, wird er niemals wiederfinden. Also Philipp, wenn du das hörst, kümmern dich da mal drum. Aber wohnt er in so einem Schloss? Es gibt ja in so großen Schlössern gibt Räume zum Geschenke. Ich glaube, in Barmbek gibt es kein Schloss. 100 Pro. Das klingt aber schon so, das Schloss von Barmbek. Stimmt. Das ist so ein Name. Barmbek-Chaussee. So. Es gibt in großen Schlössern, haben die einzelnen Räume, also ein Schloss hat ja 45 Zimmer oder so. Ja. Oder mehr, manche haben 70. Und ein Raum ist bei größeren Leuten halt zum Geschenke einpacken, habe ich mal irgendwo gehört. Wirklich. Ein einziger Raum dafür, Alter. Ein Geschenkeraum? Ja, ein Geschenke-Einpackraum halt. Nur für Verpackung, Schleifen und so Zeug. Geil. Habe ich hier nicht. Ich habe ein Zimmer, wo sich dann genau auch mal irgendwann so eine Geschenketüte drin wiederfindet. Ja. Oder eine Rechnung. Klassiker. Ich sitze hier übrigens mit Finn Kliemann, falls man das noch nicht gehört hat. Und jetzt werden sich bestimmt ein paar Leute fragen, was sucht ihr denn jetzt hier in so einem Backspin-Podcast? Ja, das habe ich dich ja auch am Anfang gefragt, als was soll ich denn da? Ob ich mir sicher bin. Ja, ne? Ja. Ich hab gesagt, Alter, hör dir erstmal die Platte an, bevor wir quatschen. Ja. Nee, aber also erstens kann ich hier. Nico meinte, ich habe Narrenfreiheit. Ja. Und solange ich mit jemandem. Oder solange ich der Meinung bin, dass ich mit jemandem fundiert über Rap reden kann, dann ist das ja vollkommen okay. Das ist ja schon mal eine Ehre. Ich meine, du hast doch vorgestern, saßt du doch bei Bremen Next und hast eine Stunde Boom Bap aufgelegt. Oder voll, nicht? Voll. Ja, also ich mag das halt voll gerne. Ich weiß jetzt nicht, ob ich davon Ahnung habe, aber ich höre das nur. Leider kann ich das nicht machen, sonst würde ich wahrscheinlich, sonst wäre ich Rapper. Naja, aber du hast ja, wir müssen gleich auch mal einen kurzen Abriss machen, glaube ich, was du so generell treibst. Das kannst du am besten selbst machen. Aber du hast ja auch bei deinen Heimwerker-Videos am Ende immer gerappt eigentlich. Oder häufig gerappt. Ja, das war, ja. Und jetzt hast du eine professionelle Platte, ist für mich eigentlich schon Grund genug. Ja, kann man schon drüber sprechen, auf jeden Fall. Ja, ey. Und hier und da hört man auch raus, dass du Rap ganz gut findest. Ja, voll. Ich hatte ja auch sau viele Beats, die in die Richtung gingen so. Ja. Und ganz viele Sachen sind so, dass ich da auch hätte richtig drauf rappen können, wahrscheinlich so. Aber ich irgendwie nicht. Ich weiß ja auch nicht. Aus mir kommt eher dann so ein Singsang, Sprechgesang, Stimmchen raus so. Ist irgendwie so. Weiß nicht, aber das ändert nichts daran, dass ich das total gerne höre und dass ich das auch gerne hier mal mache, so, ne? Also, oder mal Freestyle, Cypher und mit meinem Kumpel so mäßig. Das gibt's auch manchmal, ne? Also, ist super wack, aber ist halt cool. Mir macht das Spaß. Ja. Ich hab auch vor kurzem mit Kumpels einfach so, wir waren in Barcelona und die machen alle Mucke und dann haben wir da eine EP gemacht. Aber auch, das ist nur Müll. Kann niemanden würde ich das zeigen. Aber darum geht es ja auch ganz voll oft Bock nicht. Ja, ist scheißegal, ne? Genau. Darum geht es ja überhaupt nicht. Gerade dabei nicht so. Ne? Man trifft sich abends, baut irgendwie ein Beat und macht sich gegenseitig fertig so mäßig. Das ist einfach nur Spaß. Ja. Muss ja auch nicht immer irgendwas werden. Ja. Voll oft egal. Jetzt habe ich es gerade schon angerissen mit dem Heimwerken und so weiter. Ja. Das kannst du wirklich am besten ganz kurz abreißen. Ja, die meisten Leute werden eh wissen, was du machst. Nein, wenn sie das ja, hier es gibt schon halt, anhören. Ja, so. Es gibt einen YouTube-Channel so und da habe ich Sachen gebaut. So. Das ist jetzt ganz kurz zusammengefasst. Das ist wirklich sehr kurz. Ja, wir haben da, wo wir jetzt gerade sind, bei uns zu Hause so, da haben wir, das hast du ja gesehen, wir haben einen ziemlich großen Garten und ein Haus und es sieht jetzt mittlerweile bis auf dieser Raum, in dem wir uns gerade befinden, ganz gut aus eigentlich. Und das haben wir eben alles selber gemacht so und dabei bin ich so ein bisschen kleiner Heimwerker geworden und habe dann einfach gebastelt so und Sachen gefilmt, den Internet gestellten. Daraus ist ein YouTube-Channel geworden und das haben sich halt Leute angeguckt. Punkt. Ja. Und also wir beide hatten ja immer mal so sporadisch so Kontakt irgendwie. Ja. Und jetzt sitzen wir uns das erstmal gegenüber und ich sehe mir ganz gerne deine Videos an und was du alles so treibst und das ist ja nicht immer so unbedingt todessicher, was du da machst. Und du hast einfach Doch, keine... todessicher ist es, das ist ganz gut dafür. Ja. Aber du hast keine einzige Narbe, ne?
Naja, doch, naja, so, guck mal, hier zum Beispiel ist eine neue. Da, okay. Aber da bin ich Downhill gefahren in Köln. Okay. Man kann das halt auch nicht so gut. Nö, also ich bin schon, hab immer schon viel, ich habe sau viel Glück, aber ich kann das ja auch ein bisschen. Also, weißt du, so Funken ausweichen mäßig. Du drehst halt deinen Kopf weg, wenn du, ich guck da ja nicht immer rein und weißt du, ich mach das ja, also ich will mich ja nicht verletzen, so. Es ist auch nicht, dass ich denke, geil, jetzt sieht das irgendwie sau gefährlich aus, also genau, ja. Ich ärgere mich tot, wenn ich mich nur kratze, so, das nervt voll ab. Ich habe ja auch keinen Bock auf Schorf. Ist ja auch kacke. Ja, genau. Keiner hat Bock auf Schorf. Nö, aber das ist halt einfach so, immer wenn ich da irgendwas mache, habe ich aber keinen Bock, so, das muss dann irgendwie schnell gehen und dann will man das irgendwie fertig machen, hat irgendeine Idee, genau wie bei Mucke ist es ja auch so, denn da hast du keinen Bock, sag mal, du machst einen Track, dann fängst du nicht an, wenn du eine gute Idee hast, irgendwie High- und Low-Cuts und so Quatsch zu setzen, sondern du machst halt das Ding erstmal irgendwie fertig und so ist bei mir auch, wenn ich dann irgendwie was bastel, dann scheiße ich eben auf alles mit, ganz schnell mal kurz zusammenrubbeln, damit man sieht, okay, da geht die Reise hin so und dann hat man halt mal keine Brille auf oder so. Ja. Und heute kam die erste Single raus, ne? Ja, genau, jetzt gerade. Also deswegen, das fand ich ja gerade so spannend, so, dass man sich da drin mal kurz trifft. So. Heute war Release, ja. Also Album ist jetzt vorbestellbar ab heute quasi. Und der erste Song kam raus mit dem ersten Video und so. Und jetzt so ein bisschen... Es ist auch so aktuell, dass ich das Video noch gar nicht gesehen habe. Hast du noch nicht? Nee. Heute kein... Ja, aber war ja auch... Also ist erst vor 2 Stunden haben wir das online gestellt. Ja, so. Da saß ich in der Karre, glaube ich. Genau, ja. Ja, aber völlig irre. Alter, ohne Scheiß jetzt, das ist so wahnsinnig. Also wirklich jetzt, ich habe so viel gemacht in letzter Zeit und das zieht mir heute komplett die Hose aus. Ja? Ey, Alter. Bist du nicht auch gestern noch liegen geblieben? Ja, es war richtig Mörder. Also wir haben ja, also es ist ja so, ne, wir haben ein eigenes Label gegründet. Mhm. So, ich hatte ja irgendwie ein Angebot für einen Plattenvertrag, habe das dann abgelehnt. Am Ende, nachdem wir das da ausgearbeitet haben, ist auch eine ganz lange Geschichte. Kurz zusammengefasst ist das die Essenz, dass ich da gemacht habe. Ich kann mir sogar vorstellen, mit welchem Label, aber ich sag's glaube ich nicht. Nee, ich sag das auch nie. Ja. Aber es ist also cool, ne? Es ist ein cooles Label, wäre auch ein cooler Deal gewesen. Hätte gut gepasst, glaube ich. Genau, ja. Wäre alles voll geil gewesen. Aber es geht einfach nur ums Prinzip so ein bisschen auch. Und dass es jetzt halt geil ist, guck mal, unten im Wohnzimmer sitzen jetzt meine Freundin und Kumpels und so und die beantworten jetzt Nachrichten und schicken über WhatsApp Sachen raus und so. Es ist mega krass. Und halt auch, das Ding ist halt voll mini, aber es ist wirklich bombastisch schnell. Alle 5 Sekunden poppen irgendwo Nachrichten auf. Einer beantwortet den ganzen Tag nur E-Mails. Hunderte E-Mails bei dem Versand eingegangen und so, ist wirklich richtig krass. Und das halt, weil wir alles selber machen. Also wir haben dieses Label selber gegründet und haben alles selber gemacht. Und eben auch jetzt natürlich die Mucke, aber auch die Videos und alles. Ne? Also ich habe jeden Teaser mit Michelle zusammengeschnitten und so. Wir haben das alles gemacht und jetzt kommt das halt alles raus. Und das war heute alles so ein Knall so und die Resonanz ist unglaublich, ohne Scheiß. Ja? Ja, Alter. Also ich muss auch sagen, ich habe das Album gehört und ich habe es auch wirklich häufig gehört, so, seitdem ich es bekommen habe. Geil. Und ich wusste halt überhaupt nicht, was mich erwartet, so, ne? Weil, woher? Ja. So, und ich habe mir schon gedacht, dass es komplett anders sein wird, als das, was man von dir so bis jetzt an Mucke gehört hat, irgendwie in den Videos. Und ist wirklich, ist unfairerweise einfach wirklich gut. Ja, ey, also, aber da ist jetzt ja auch viel Zeit und ganz viel Liebe reingegangen. So ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, und das ist ja auch das Ding, wogegen ich jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit so ein bisschen kämpfen muss, weil das halt in verschiedenen Reihenfolgen passiert ist und dann hat man irgendwie 3 Leute, die einem zuhören und dann sagt irgendwer anders, okay, jetzt versucht er zu melken oder was auch immer. Genau. Ich hab, es sagt auch jeder, deswegen muss man das ja auch gar nicht reiten, dieses, ich hab schon immer Musik gemacht, bla bla, so eine, ja, ist auch eigentlich egal, es geht um das Produkt, was jetzt dabei rausgekommen ist. Glashäufer-Umlaufprinzip. Ja, genau. genau. Und, aber zum Beispiel der ja auch marketingmäßig, seine Mucke, wie er die vermarktet, so, ist ja auch geil. So korrekt, ja. Ja, genau, ist halt nicht so eine... Ein bisschen anders Statement. Genau, scheißt auf vieles so. Und bei uns jetzt ja auch zum Beispiel, wir haben bewusst auf Chartfähigkeit verzichtet und so, haben nicht das nicht gemacht, sondern wir verschicken mit krasser Stoff und die Platte kann nicht charten. Also die physische. Und wir haben jetzt gerade irgendwie in einem halben Tag also, irgendwie 8000... Sie kann digital, kann sie halt charten. Ja, dagegen können wir nichts Spotify machen. Spotify kommt ja raus. Ja, dagegen können wir nichts machen. Ja. Ist halt so. Ist jetzt auch da. Aber es ist ja auch nicht, dass ich mich dagegen grundsätzlich wehre, sondern das ist halt, das kostet Geld, wenn du das machen willst. Und dann haben wir das weggelassen, um das Produkt billiger zu machen, beziehungsweise halt einfach ein besseres Produkt zu machen. Wir haben zum Beispiel eine richtig krasse, transparent türkise Vinyl, so eine schwere antistatische Höhlen, geile Haptik, vernünftiges so, ne? Sind die schon fertig? Rein und so. Nee. Die Idee ist ja, die Idee von dem ganzen Produkt ist ja auch wieder eine spezielle. Also alles ist da irgendwie außergewöhnlich ein bisschen. Wir haben jetzt einen Vorbestellerzeitraum so und in dem können alle Leute bestellen. Und dann produzieren wir einmal exakt in der Anzahl, wie die Leute vorbestellt haben und danach halt nie wieder. Und dann kommt Ende September, ne? Genau, dann ist die Platte da. Bis dahin können die Leute
vorbestellen, also halt so, keine Ahnung, muss man mal gucken, so 3 Wochen vorher oder 2 Wochen vorher hören wir dann auf, je nachdem, wie das so läuft. Und dann, aber das ist dann Enddate so, und dann kriegen auf jeden Fall alle Leute, die vorbestellt haben, ihre Platten. Und danach kann nie wieder jemand eine bekommen. Das heißt, wenn du dann eine hast, weißt du, dann ja. So. Und das ist ja klar, es gibt dieses Limited-Prinzip, aber es gibt auch die Leute, die produzieren Limit und schießen halt noch 2-mal nach ja. Und so. Also sehr viele machen das. Und das fand ich halt scheiße. Genauso scheiße finde ich das, wenn jemand sagt, okay, der Typ hat theoretisch Goldstatus oder was auch immer. Mhm. Wir machen jetzt mal 40.000 Platten und dann floppt die Scheiße. Und dann liegen halt 35.000 irgendwo in bei so einer... Müller. Ja, so, genau. Alter, ich habe mal eine K1-Platte bei Aldi irgendwie in so einer Grabbelschütte gefunden. Da dachte ich, ja, das war wirklich das ausschlaggebende Ding. Ich habe sie, ja. Hab sie in die Hand genommen und dachte, okay, niemals, Alter. Wir brauchen eine andere Lösung. Muss auch anders gehen. Wenn du schon ein physisches Produkt machst, dann geil und dann einmal und dann so, dass es da nicht liegt. Ja, ja. Stimmt, ey, diese in so Elektronikfachhandel, wenn man da irgendwie so zur Kasse geht und dann so denkt, ach ja, 5 Euro DVDs und ja, Alben, ja. Guck ich nochmal kurz ja, durch. Ja, 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 gut, dann holen sie nochmal 2 Euro mit und so. Und ne, dann aber. Nimmt man irgendwie ja Die Hard 2 mit oder so. Oh Gott, ja, genau. Obwohl, guck mal, das ist oder, ein, das oder das Fink-Schliemann-Album, das 2018 ja, irgendwann mal rauskam. Alter. Um den Dreh kam das, glaube ich. Schrecklich, ey. Ja, genau. Ja, nee. Ja, soll das denn sein? Aber 5-5-5er, Alter, dann stecke ich das ein. Ganz geiles Cover eigentlich. Nicht mit, ja, geiles Cover. Da ist eine Mütze drin. Super. Ja. Ja, das will man ja nicht. Und von daher ist es, glaube ich, jetzt ganz geil. Ja, aber du wehrst dich ja auch so ein bisschen dagegen, ne? Du möchtest ja auch nicht live spielen, glaube ich. Genau. Hast du gerade an deiner Achsel gerochen? Und? Geht noch? Gar nicht klar. Wir drehen hier, also hier sitzt noch Michelle, für alle Leute, die das jetzt zufälligerweise nicht sehen können in dem Podcast. Also Alex Hesch, das kann niemand sehen hier gerade. Es ist so, dass der hier noch mitfilmt. Achso, der riecht nach Schweiß, das wollte ich eigentlich sagen. wir filmen nämlich alles, was wir hier machen, also die komplette Entstehung, Produktion auch schon, dann die komplette Entstehung und jetzt halt auch der ganze Tag heute, also alles, was wir so machen, filmen wir mit und machen eine Doku draus. Und der große Plan ist, die dann an Netflix irgendwann, die soll bei Netflix sein. Das ja. Ist der große Plan. Ja, ja, Alter, Endgegner, das ist mega geil. Da erzähl ich dir später mal was. Wieso? Oh. Kann ich jetzt nicht. Ja, okay. Machen wir später. Okay, aber ich habe da einen ganz guten Dude, so, der connected uns dann und dann sieht ganz gut aus, je nachdem, was jetzt passiert. Ja. Wenn die Platte jetzt abhebt, ne, dann haben wir halt eine Story. Wenn die komplett floppt auch, wenn ja. Die einfach nur so rumdümpelt, gut, dann ist es ein witziges Filmchen, aber dann ja. Hast du halt keine Geschichte. Dann kommst du vielleicht doch nur bei YouTube. Ja, nur. Ja, genau, dann machen wir da 10 Teiler draus und ja. Machen schön Hornbach-Werbung davor. Ja, wir machen hier gerade 2 Monate Drehpause. Ja. Hier haben wir nochmal so ein kleines Special. Ja, genau. So, Alter, wir haben jetzt schon, weißt du, wie viel Material wir haben? Boah, es ist so viel. Also wir filmen halt alles mit, den ganzen Tag immer. Ja. Das ist echt viel. Und 4K, Digga, Alter, da platzen die Platten. Ich war beim Sammy MTV Unplugged. Mhm. War das gut eigentlich? Ja. Gut. Nee, ich habe aber auch von jemandem gehört, dass es richtig krass war und dass er noch Feuer hat, der Mann. Ja, das war gut. Das Ding ist aber, du kommst halt nicht so richtig, es ist kein Konzert. Warum nicht? Weil das ist halt eine Aufzeichnung. Aha. So, wird nochmal anfangen, wenn was nicht ja, geklappt hat. Ja, die nehmen das 4 Tage lang auf. Okay. Ne, jeden Abend einmal und das ist ja immer Publikum. Das ist aber so, das Publikum ist geil. Das ist so ja, ja, nur okay, Leute, die das gewinnen. Aha. So, ne? Und die haben alle dann übelst Bock natürlich. Ja, okay. Und dann ist aber auch alle 20 Minuten ist dann SD-Kartenwechsel. Fuck. Oder am Ende nochmal, ach nee, hier einmal verhaspelt, komm, nehmen wir nochmal auf. Wirklich? Und dann spielen die den gleichen Song nochmal? Ja, am Ende nochmal. Komm, wir spielen den gleichen Song nochmal. Ja, und dann sind so, das ist ja auch schwierig bei so einem Unplugged, ne? Ich kann jetzt nicht verraten, wer so da war an Gästen, aber dann kann an dem einen Samstag ja, ja. Gast XY nicht. Ja. Der kann aber dann sonntags, ja. Weißt du? Und dann müssen ja, das ja. Alles so zusammen... Und so. Aber war geil. Ja, das glaube ich. Aber trotzdem genau das, also jetzt geht es nicht um die Aufzeichnung, sondern um diese Vorbereitung für solche Sachen. Ja. Was meinst du, also wie viele Proben mit der Band da waren, bla bla bla. Und dann halt auch was wird dann brauchst du ja voll Media-Output, wenn du so einen Aufwand fährst. Entweder machst du halt daraus eine Tour. So. Ich glaube, ist doch fast Standard, oder? So diese MTV Unplugged. Also ich glaube, Crow, Max Herre, denke ich gerade dran, die haben immer so Open Airs dann gespielt. Ja, okay, guck, siehst du. Das heißt, du musst das Ding halt maken. Du machst ja. Das nicht so, also ich fand es jetzt irgendwie cool. Ist ja auch dann geil eigentlich. Ja, also, ja. Also maken ist an sich nicht geil. Falsches Wort vielleicht dafür. Ich meine, ja. Du musst amortisieren. Vielleicht. Weißt du, also du hast reingesteckt so und ja. Das muss da wieder rauskommen. Das heißt, du hast den Anspruch, dass du ein bisschen Kohle damit verdienst. Das heißt, du musst das öfter machen, damit du das wieder reinbekommst. Ja, so, ne? Das stimmt. Und weil du ja kein Ticket für 8.000 Euro verkaufen kannst. Und das, finde ich, ist halt so eine Sache, das zieht sich dann automatisch. Mhm. Und du musst es immer wieder machen. Und ich habe auch keinen Bock, also ich habe eh keine Lust, mich zu wiederholen. So.
beim Drehen auch so. Wenn irgendwer sagt, oh, ich habe Kamera, war gerade aus, kannst du nochmal sagen, dann war es schon immer nein. Also mhm. musst du das Ding halt anlassen. So, dann haben wir haben den Satz jetzt nicht. Ja, Finn sagt doch einfach nochmal. Ich so, nein, Alter. Ohne, da vorne läuft meinetwegen irgendwo eine GoPro, nehmen wir den Schnipsel, schalten wir in die zweite Kamera. Und das gilt für alles, was ich mache. Ich habe einfach keine Lust, mich zu wiederholen bei nichts. Und bei Mucke halt genau das Gleiche. Wenn ich mir überlege, gehst du auf Tour für ein Dreivierteljahr, Alter, das musste ich fertig machen. Ja. Oh, sorry. Fast in unseren, wir haben unser Tisch, ist, sind so zwei Ikea-Boxen, wo meine Pullover drin sind. Das ist richtig rough hier heute. Mein Laptop stand gerade noch auf dem Mülleimer. Ja, ja, ist keine. Ey, das ist. Ja, aber ist so. Genauso wie man sich's vorstellt eigentlich. Ne? Ja. Aber was ich damit nur sagen wollte, ist, dass das ja für voll viele Leute bestimmt voll die Erfüllung ist, auf der Bühne zu stehen. Mhm. Und ich finde ja auch das, was ich gemacht habe, gut so. Ne? Also ich kann mir, also was ich auch voll krass finde nach der ganzen Zeit, wenn ich jetzt heute den ganzen Tag poppen irgendwo Stories auf und ich höre immer wieder diesen Song, denke ich jedes Mal wieder, weißt du, kann ich immer wieder mitsingen und so, denkst du, ey, das Ding ist echt geil. Aber wenn ich jetzt sage, das mache ich jetzt ein Dreivierteljahr, fahre ich dieses Teil so und mache nichts anderes, als jeden Abend diesen Song zu performen auch, weißt du, du schlüpfst in so eine Rolle und dann musst du dich in diese Szenerie zurückversetzen und so. Nee, danke, Alter, das habe ich jetzt durch. Fand das irgendwie gut. Hat voll Spaß gemacht, ich höre den gerne, aber ich habe keinen Bock jeden Abend das zu spielen. Ich hab mich letzte Woche mit Danger Dan unterhalten. Mhm. Auch gerade eine neue Platte gemacht, ne? Genau. Ja. Die ist übrigens sehr gut. Und Die eine Zeile war geil mit seinem Windelwechsel links raus. Die ist krass, ja. Ja. Du musst ihn mal reinziehen, was er so für Nebenjobs gemacht hat in seinem Leben. Willst du feiern? Im Podcast ist es auch. Auch im Podcast? Ja. Es gibt auch mal so ein Video, kann ich auch irgendwie mal schicken oder sowas. Ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Geil. Ich wollte eigentlich sagen, er meinte auch zu mir, dass man muss ja auch ehrlich sein, manchmal. Das ist halt Beruf, so, ja, ne? Berufsmusiker. Und manchmal bist du halt in der Halle und bist irgendwie verkatert oder krank oder hast einfach schlechte Laune und hast du eigentlich keinen Bock zu fragen, ob die linke oder die rechte Seite lauter ist. Ja. So. Gute Beschreibung. Aber ja, voll. So ist es dann, ne? Ja, genau, das meine ich. Und also eigentlich möchte ich, es ist ein Unterschied zwischen, ich mache worauf ich keinen Bock habe oder ich muss was machen, damit ich das bekomme, was ich will, so mäßig. Ne? Ja. Also wenn du jetzt überlegst, es gibt halt Sachen, du musst du einfach mal eine Zeit lang Scheiße fressen, so damit du an den Punkt kommst, wo du das erfüllt bekommst, was du haben willst. Das ist aber einfach Engagement, nenne ich es mal. Ja. Aber auf Tour zu gehen, wenn ich von Anfang an sage, so, Alter, das ist nicht mein Ding, so, so Avicii-mäßig so. Ja, wirklich, ich sehe mich da, wirklich, ich würde daran komplett kaputt gehen. Ich glaube auch nicht, dass, also, du kannst, glaube ich, auch dann nichts liegen lassen, oder, so wochenlang? Nee, genau, und dann müsste man sich voll drauf konzentrieren, das heißt, ich müsste ganz viele Sachen hinten runterfallen lassen und das schaffe ich seit 10 Jahren nicht, warum sollte ich das jetzt schaffen? So? Ja. Ich habe ziemlich viele Sachen, um die ich mich kümmern möchte, das ist ja das Ding, und das Ding ist mir zwar voll wichtig, aber das heißt halt so, es hat da nichts mehr mit Musik zu tun irgendwie, für mich fühlt sich das an wie Geld verdienen. Ja. Weißt du? Das ist komisch, aber also und ich glaube für so einen Martin oder so, als Beispiel, ne? Der hat da auch Materia. Mega. Ja, achso, ja, genau. Der hat da mega Bock drauf. Ja. Also der lebt das, Alter. Wenn er auf der Bühne ist und das merkst du dem Typen halt an. Ey, der hat ja auch so für mich so eigentlich die beste Live-Show Deutschlands. Genau, die krasseste. Aber woran liegt das? Weil der Typ halt, der gehört da irgendwie hin. So, ey, keine Frage, dass der auch mal einen Abend irgendwie ein bisschen durch ist oder so, ne? Also nicht, dass man das merkt, sondern dass ich mir vorstellen kann, dass er auch mal sagt, ey, boah, ob es jetzt heute sein muss, so, das wäre, ist Menschlichkeit. Aber wenn er da steht und ab, der liefert immer ab. Ja. Casper auch so, die drehen voll am Rad. Und das, da habe ich halt das Gefühl, okay, das geht bei denen voll. Und bei mir würde ich bei jeder Nummer denken, so, Alter, boah, ey, meine Inbox platzt, ich will jetzt lieber E-Mails beantworten. Mhm. Echt? Warum muss ich da jetzt raus? Gar keinen Bock. Ja, gar keinen Bock. Und dann fühlst du dich an, okay, ich muss das machen, weil ich habe mit irgendwem einen Vertrag oder ich muss irgendwas bezahlen oder so und auf einmal bist du in so einer Scheiße gefangen. Dann wirst du aber auch den Leuten nicht gerecht einfach. Nee. So, die dann dafür Geld bezahlen, dich zu sehen zum Beispiel. Genau, du musst und halt... da gäbe es ja dann wahrscheinlich welche so einfach mal. Keine Ahnung, aber ja. Ja. Glaube ich auch. Also, muss man ja einfach nicht machen. Das ist halt so untypisch, glaube ich, weil für viele ist dieses Musiker-Ding das Ding. So, weißt du, also so Nisse zum Beispiel, das ist alles für ihn. Das ist, also, Musik ist alles, was er will und so, weißt du, und dafür macht er halt auch alles und macht nur das und konzentriert sich voll darauf, so. Und für mich ist das ein total wichtiger Punkt und vielleicht der wichtigste von all den Listen, aber das ist nicht der einzige. Ja. Und deswegen habe ich keine Lust, auf alle anderen Sachen zu verzichten, nur um die eine Sache machen zu können. Ja. Hast du mit Nisse nicht auch damals, ich weiß nicht, habt ihr diese Studie hier eingerichtet oder war das auf dem Klimansland? Ja, das Studio im Klimansland, da war er dann mitgeholfen. Irgendwelche Glasfaser-Scheiße da irgendwie, nicht Glasfaser, hier, wie heißt das denn?
Bin ich blöd? Glaswolle. Glaswolle. Die ganze Zeit nur Glas. Er hat die Erde. Widerlich. Aber er ist auch ein bisschen eine Memme bei sowas. Er hat danach gesagt, er hat 4 Monate lang Husten gehabt. Ja, ja. Dann nicht wegen so 3 Tagen das Studio ausbauen. Du hast mir sogar geforscht. Ja. Ja. Herrlich. Ja. Aber ging das da, wie lange ist das her? Das Studio? Boah, ein Jahr oder so? Ungefähr. Ey, wir kennen uns schon ganz schön lange, weil Nisse ist der Typ, der mich damals. Achso, jetzt kann ich mich schnell in was verwickeln, aber. Also, ich habe mit Nisse gesprochen über Mucke. naja, auf jeden Fall fand der den Kram immer gut und mit dem habe ich dann am Anfang auch so Demos produziert und so Sachen gemacht. Also, ein bisschen Musikermentor war das. Ja, das war so meine. Also das wäre meine Frage jetzt gewesen, ob du durch ihn so quasi an dieses ganze professionelle Mucke machen so. Voll, weil das war bei ihm. Also, ey, ich habe mit der Welt keinen Zentimeter was zu tun gehabt, ne? Und habe ich ja auch immer noch nicht so richtig. Aber der kennt halt viele Leute, weil er auch viel schreibt für andere und so. Ja. Und der hat mir viel gezeigt und viel beigebracht und auch ganz viel gezeigt, wo ich denke so, oh Gott, zum Glück habe ich damit nichts zu tun. So. Also war deswegen meine ich mentormäßig so. Der hat mir echt viel gezeigt, was man am besten weiß, wenn man sich in dieses ist ja auch ein bisschen bescheuert, das ist ja auch kein Haifischbecken, wenn man das so macht wie wir, ne? Wir scheißen auf alles so. Und wer Bock hat, mit uns was zu machen, kann halt mal anrufen, so. Aber ich meine Haifischbecken, weil du halt schon ganz oft auf Dinge und auf Menschen angewiesen bist und so. Und da kannst du halt auch viele, viele Sachen falsch machen. Und dafür war das gut, dass man mal mit jemandem spricht, der Erfahrung hat. Kannst du mal, seit 2 Jahren arbeitest du jetzt an der Platte oder hast du dran gearbeitet? Ja, ja, also wir haben ungefähr 1 Jahr lang den ersten Plattenvertrag ausgearbeitet. Hat ja echt lange gedauert. Der dann egal war? Ja, der war dann fertig und perfekt. Und dann, genau, der war dann, und danach hat egal. So, in der Reihenfolge. Zu viel Verpflichtung. Also ganz grob. Also. Ja, ja, voll. Also ich auch genau, also es ging mir echt ums Prinzip grundsätzlich. Und dass ich dachte, wozu brauche ich das noch ein bisschen so? Jetzt nicht, weil ich denke, so, ich bin jetzt ich habe die meisten Kontakte auf diesem Planeten, das ist ja alles Quatsch, sondern mehr so, ein Label ist ja eine Bank. So. Und wenn du 3 Leute kennst und 2 Euro hast, dann kannst du das auch alleine machen. So, jetzt, das ist total falsch, was ich gerade gesagt habe, ne? Weil man das natürlich nicht auf alles beziehen kann, aber auf mich kann man das beziehen. Ja. Wenn ich das Geld aufbringen kann, um die Sache zu produzieren, bedeutet halt so, ich muss einen Produzenten bezahlen und alles, was ich da drum will. Wenn ich das irgendwie aufbringen kann, dann ist schon mal geil. Und wenn ich dann 2 Leute erreiche und sagen kann, ey, hier, guck mal, da ist das Ding und danach muss die Musik für sich sprechen, um dann halt groß zu werden so oder größer oder gehört zu werden so, dann habe ich ja schon alles, was ein Label eigentlich tun würde. Ein Label gibt dir Geld, damit du es produzieren kannst und hat 3 Kontakte so. Klar, und die kümmern sich um ganz viele Sachen, die wir jetzt leider Gottes auch selber machen müssen. Aber gut, das ist dann, das musst du halt, das ist das mit Scheiße fressen, was ich meinte. Und das bezieht sich halt auf ein bisschen bürokratische Scheiße, ein bisschen Sachen, die auf Zetteln stehen. Und der Rest ist halt cool. Also jetzt gerade, das ist ja einfach nur, man redet mit Menschen, so. Ja. Mag ich schon immer ganz gerne irgendwie. Kannst du mal so einen chronologischen Abriss geben von dem Album? Also so von den... Wenn wir angefangen haben und was gemacht haben. Ja, oder so von dem Punkt, wo du dir dachtest, okay, jetzt mache ich auch noch wirklich ein Album. Ey, das wollte ich schon richtig lange machen. Also ich habe ja hier in dem Gangraum hier gerade, sitze ich normalerweise jede Nacht so und baue Beats und mache Zeug so. Und dann hast du immer, oder ich habe unten ein Klavier und da sitze ich jeden Morgen mit einem Kaffee und düdel irgendwas. Und mal ist was Geiles dabei, dann renne ich nach oben, nehme das schnell auf. Und dann hatte ich halt so über die Jahre, keine Ahnung, 1000 Loops, hier sind irgendwie Loopstations und Scheiß, darauf nehme ich immer Sachen auf. Und wenn aber gute Sachen dabei sind, denkst du, ey, eigentlich müsstest du damit mal irgendwas machen. So. Und wenn ich dann mehr als eine Hook habe, so dann denke ich so, ey, das ist voll schade, das müssen wir mal ausproduzieren. Und das habe ich dann eben den Leuten da auch vom Label gezeigt und die waren alle voll begeistert und haben gesagt, ey, mega, so, wenn wir das jetzt nochmal auf ein anderes professionelles Level heben, so, dann ist es fett. Und dann habe ich halt gedacht, so, ey, jetzt ist es an der Zeit. Lass mal einfach das, was ich hier habe. Und es gibt viele Sachen, die man irgendwie einfach mal abschließen muss, auch songtechnisch. Und dass ich halt immer gedacht habe, ich glaube, da geht viel mehr. Nicht jetzt größenmäßig, sondern soundästhetisch mäßig so. Ist auch wirklich größer, als ich dachte. Also, vom Sound und also habe ich nicht mit gerechnet einfach. Ja, genau. Und das war das, was ich wollte. Ne? Weil ich hätte jetzt auch einfach meine ganzen lumpigen Beats auf irgendeine Platte pressen können. Das war der ursprüngliche Plan, einfach eine Kassette zu machen und die zu verticken. So, ne? Oder zu verschenken oder für eine Spende oder pay, was du willst, wie das heißt. Pay what you want. Bandcamp pay oder what so. You want with my body. Bei Bandcamp kann man doch angeben, wie viel Kohle man ausgeben möchte. Sicht-Exot-Jungs Null. Das immer. Ey, du Schwein, ich mache immer Kohle. Ja, ist auch gut. Ja, aber ich habe doch, aber früher wenn ich keine Kohle hatte, nicht. Aber darum geht's ja auch. Wenn du keine Kohle hast, kannst du umsonst hören. Wenn du Kohle hast, gibst du Geld. Und am besten mehr, als es normal kostet. Das war so
zu den Zeiten, wo man sonst gesagt hätte, Digga, kannst du uns nicht brennen. Ja, so. Dafür war das. Ja. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, jetzt lass mal richtig geil machen und ich brauche jetzt mal ein paar Jungs, die mir mal so grundlegend zeigen, wie man eigentlich einen Song produziert. Ja. Weil ich hätte dann so Sachen, so Kanye-mäßig, die irgendwie aus 7 Songs bestanden und Tempowechsel an jeder Ecke und dann, keine Ahnung, 60 Trompeten übereinander und so und alles. Digga, was zur Hölle soll das denn sein, ey? Und darauf noch geschrien und 3 Stimmen rechts und 2 Rap-Einlagen auf dem linken Ohr und so. Und das, ey, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Und so, ist doch voll geil, Alter. Das ist, ja, das ist was Neues. Und alle so, nee, das ist scheiße, ey. Und dann so 5 Spuren Adlibs. Ja, Alter, ohne Scheiß. Das war Diskussion Nummer 1, halt Minister mit allen, so auch mit Steady oder so, kennst du auch nicht, XO. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich weiß. Genau, das, mit dem wollte ich das ursprünglich produzieren. Mhm. Und mit dem habe ich halt auch drüber gesprochen und die auch alle, das kann, also was wir hier machen müssen, ist halt 3/4 wegschmeißen erstmal und dann kommen wir mal zur Essenz von dem Song. Ja, und das war so der Gang und dann bin ich halt, hab mit vielen Menschen gesprochen so und das vielen auch gezeigt und einfach Feedback auch gesammelt so und dann irgendwann auch gereiht, ja, okay, manchmal kommt es einfach drauf an, mal ein bisschen leer zu räumen. Ja. So. Und das haben wir ja gemacht. Und dann bin ich am Schluss zu Philipp Schwer gekommen. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Kommt aus Hamburg. Der ist unglaublich. Wirklich. Also er ist auch komplett verrückt. So. Und das finde ich unglaublich geil. Und er ist einfach ein krasser Mensch. Du triffst manchmal so Menschen, wo du denkst, Alter, der ist ja komisch. Weißt du? Also, ja, ja, das finde ich mega spannend. Das sind halt die coolen Menschen. So. Ja, und der hat so ganz viele Ticks, die ich unglaublich liebe. So. Der weiß einfach wahnsinnig viel. Und der kann zufälligerweise auch noch unglaublich produzieren. Ja. Ist ein wahnsinniger Pianist und kann aber auch alles andere. Eigentlich ist der Drummer und so. Krasser Typ einfach. Und der hatte Bock drauf, was mich voll gefreut hat. Und der hat dieses ganze Baby halt echt nach Hause gebracht. Ne? Also der hat, der ist ja so 50% Produzent, 50% Therapeut so ein bisschen, so ein bisschen Psychiater, der dann halt auch mal Ängste nimmt oder wir haben da auch die ein oder andere Stunde gehabt, wo ich da saß und man so, Digga, ich weiß nicht, was hier los ist, Alter, ist alles richtig beschissen, das von vorne anfangen und dann ist er so, ey, vertrau mir, so mäßig, ne? Mhm. Genau, und mit dem habe ich jetzt die ganze Platte gemacht, also von A bis Z jeden Song und wir haben eigentlich alles, was ich mitgebracht habe, klar, in der Essenz ist es gleich geblieben, gleiche Akkorde so in der Basis und so, aber wir haben alles einmal neu eingespielt. So. Also wir haben alle Drums neu gemacht, wir haben alle Sounds neu gemacht und wir haben alle Vocals neu gemacht und so. Ja, und haben zusammen das Ding halt einmal neu gemacht eigentlich. Und jetzt ist das halt, ich hatte zwischendurch so eine elektronische Platte, da dachte ich auch so wie Trap halt so ein bisschen, das war jetzt kein Trap, ne, aber das war so zeitgenössisch dann nächstes Mal. Young Fimbim. ja. Boah, und hab dann gedacht, ey, das ist was ich jetzt gerade voll geil finde, das geht auch mega ab, damit könnte ich auch geil skaten gehen oder so, oder was weiß ich so, aber in einem Jahr, weißt du, ist das nicht mehr geil, ich will das handgemacht, das muss was sein, was lange hält. So. Richtig gemeine Frage, aber wie würdest du denn jetzt jemanden, wenn du jetzt sagst, ich mache ein Album seit 2 Jahren, ist noch nichts draußen, so jetzt ist ja die erste Single draußen, aber was würdest du jemandem sagen, wie die Platte klingt? Boah, das finde ich richtig schwer. Ich kann nicht mal richtig ein Genre einordnen. Ich mache mir da manchmal Gedanken drüber, weil die Frage jetzt manchmal gestellt wird. Ja. Es ist halt echt. Es ist schwer, ne? Ja, und weil es auch sehr facettenreich ist. Also ich habe es nämlich auch versucht, das jemandem zu erklären. So. Versuch mal, weil ich weiß es echt nicht. Ich finde es super schwer. Also. Ist auch schon ein bisschen poppig an vielen. Ich habe jemanden so ganz grob runtergebrochen, einfach gesagt, das ist einfach stilsicherer Pop. Ja, aber ey, ohne Scheiße. Aber das wird, also, da kann man sich nichts drunter vorstellen, aber dann weiß man auf jeden Fall schon mal, dass es nicht scheiße ist. Naja, gut, Pop, das Wort ist ja schon mal. Pop ist vorbelastet, Fall. Aber ich sehe das nicht als irgendwie. Ey, ich finde Pop geil. Ja. Also es gibt unglaublichen Pop natürlich, aber ja, es gibt elektronische Elemente, aber es gibt dann auch, weißt du, dann fährt das Ding, also dann haben wir einen krassen Trompeter in dem einen Ding, der voll abgeht mit so einem krassen Shuffle, was halt voll so ein, es hat so ein Aristocats-Style irgendwie so. Und dann im nächsten Song ist halt, da hast du Triolen-Drums und der da drauf ist halt nur ich und Gitarre. Ja. Und dann halt aus so einem, möchte ich noch nicht sagen, aber mit krassen Vocal-Effekten drauf, mehr oder weniger. So, und dann ist alles runtergefahren, denkst du, was zur Hölle, was war das denn, Alter? Ja. So, und dann hast du richtig krass fiese Kopfstimmen und voll sphärische Sounds, also es ist
voll bunt, aber das finde ich irgendwie cool, dass du jetzt nicht nur aufs Playlisten-Game bezogen, dass man das irgendwie, jeder Song kannst du das große Albensterben. Ja, ja, sondern einfach mehr auf dieses, ich finde es irgendwie cool, eine facettenreiche Platte zu haben, wenn ich irgendwie, ach Gott, nimm dir irgendein Album, ja, dann tritt man ganz schnell in ganz viele Fettnäpfchen, aber ja, ich sag jetzt keins. Also nimm dir irgendein Deutschrap-Album, was in den letzten 3 Monaten, 4 Monaten rausgekommen ist. Und dann hast du halt einen relativ klaren Stil und der wird von A bis Z durchgezogen. So, und dann hast du einen Ausbrecher oder so in der ganzen Platte. Ich erinnere mich, dass du dich auch mal in deiner Story über eine bestimmte Playlist aufgeregt hast. Ja, ja, ja. Was stört dich denn gerade am deutschen Rap? oh ja, also es ist echt nur mein Geschmack. Also es ist nur mein, ich glaube, du brauchst nicht aufpassen. Ich glaube, hier fährt keiner raus, um zu klingeln. Nein, ich habe aber auch mit Nico, habe ich da auch mal drüber gesprochen. Ja. Und so. Und er, ich glaube, er hat das auch ganz gut formuliert, weil wir da auf einer Höhe sind. So. Mhm. Vielleicht verstehe ich das auch nicht so. Es ist ein Zeitgeist, aber ich fühle das gar nicht. Ich fühle ganz viele Sachen davon gar nicht. Es fühlt sich ganz oft recycelt an. Also nicht nur Beats so, sondern auch natürlich Inhalte und Stile und Melodien, also Melodien immer, oder Instrumente. Und da ist halt, das sind so viele Elemente, die immer sehr ähnlich sind, wodurch das halt so eine Masse wird. Und dann, früher haben Leute halt noch so mit Stimmen bestochen. Wenn du nicht gerade so ein UFO bist oder so, dann hast du gar nichts mehr. Ja. Weißt du? Ich habe gerade das Gefühl, dass es so ein bisschen inflationär ist. Und weißt du, irgendwie seit der qualitative Peak, das kann man auch nicht so einfach so sagen, aber ist ja auch nie vorbei. Aber vom Gefühl her war dieser Peak, dieser Trap-Peak irgendwie schon letztes, wenn nicht sogar vorletztes Jahr. So. Es gibt und ja immer Variationen. Ist immer was Geiles dabei, natürlich. Genau. So. Irgendwas, was man geil findet. Aber irgendwie kocht jetzt jeder nach dem gleichen Rezept und aber irgendwie schmeckt auch immer alles, aber man möchte nicht immer das gleiche essen. So. Ja, naja, das ist ja wie Pop, ne? Wie alles, was erfolgreich ist, wird halt recycelt. Ist ja auch nicht schlimm, nur von Deutschrap erwarte ich mehr. Ist wirklich so, weil es gibt ja aber auch noch krasse Sachen, aber die sind auch, wenn du willst, also so ein Schacke oder so zum Beispiel, finde ich halt krass so, aber der ist ganz anderes, deswegen finde ich es schwierig, was ist falsch in Deutschrap? Erstmal grundsätzlich gar nichts so, ne? Ja. Gibt's total viele richtig krasse Jungs gerade so, plus die finden nicht in dieser Playlist statt, die ich da gerade angesprochen habe so. Da finden halt die Leute statt, ich skippe die und denke so, was ist denn hier los, Alter? Und dann, ich kann den nicht mal zu Ende hören. Ja. Und dann schwirrt so vieles ab in Schlager, Alter, denn die Jungs, jetzt geht's halt voll ab. Und ich habe das Gefühl, das ist das Einzige, was mich daran echt nervt, ist, dass diese harten kleinen Ghetto-Kids oder die harten, nicht klein, sondern die harten, einfach nur die harten Ghetto-Kids, ne? Die machen Mucke für 8-Jährige. Und für niemanden sonst mehr. Ja. Und das tut mir halt irgendwie weh und haben dann irgendwie 50 Millionen Views mit irgend so Mist, von dem ich denke so, hä, Rap gehört denen nicht, sondern gehört irgendwie anderen so. Das ist egoistisch und auch falsch, weil es gibt ja ganz viel in der Richtung und das muss man, glaube ich, jetzt akzeptieren und lernen, dass sich dieses Genre so krass geweitet hat und so groß geworden ist, dass es unendlich viele Nischen gibt und da gibt es halt jetzt auch Ghetto-Jungs, die für 8-Jährige Soft-Schlager machen. Ja, ich bin auch noch so an dem Punkt, wo ich, also klar freue ich mich riesig, dass es alles so groß wird. So, das macht ja auch unfassbare Türen einfach auf, gerade wenn man dann irgendwie selber anfängt, irgendwie in diesen Kreisen so zu arbeiten oder sowas. Ja. Aber also so vor 10 Jahren oder so, wenn ich in der Schule war und dann so zu große Shirts anhatte, und dann war man halt der Dulli, ne? Ja, ja, genau. Und aber jetzt, so ist es immer. Ey, ich war am Baggersee und wirklich überall Bluetooth, ne? Und nur Deutschrap, nichts anderes. Ja. Das ist völlig, völlig krass. Aber das ist immer so. Weißt du, zum Beispiel, ich mag auch Kryptowährungen, ne? Und ich habe da Sachen gemacht, bevor da keiner unterwegs war. So der, also nicht keiner, sondern einfach nicht so wahnsinnig viele. Und dann kommen die ganzen Asis, die glauben, oh, Krypto ist jetzt für jedermann und machen mir das alles kaputt. Und so ist es bei Hip-Hop auch. So, ne? Also dann wird der Markt komplett überschwemmt von irgendwelchen Typen, die sich keine Sekunde damit beschäftigt haben, die nichts kennen, die gar nichts wissen und die pumpen, sie haben ja die Macht, indem sie es einfach abspielen. Und das ist ja auch okay, aber es nervt mich trotzdem, genauso wie bei Krypto halt, weil es kostet mich was ich gerne mag. Ja. So, und also bei Krypto kostet mich das tatsächlich einfach Geld und bei Hip-Hop kostet mich das ganz viel Nerven. So, und das finde ich so schwer daran, aber das muss man, glaube ich, einfach lernen. Und halt auch genauso wie ich bei Pop einen Radiotrack einfach wegskippe, ohne mir dabei Gedanken zu machen, außer er ist halt richtig scheiße, muss das bei Hip-Hop halt auch machen. Man hat das noch so ein bisschen, gehört uns ja allen nicht.
Ja. Hast du überlegt, so richtig zu rappen auf der Platte? Nee. Aber ja, ich hätte Bock, aber ich kann das halt echt nicht. Ja, so ein bisschen. Ja, aber dann ist es auch, ich habe auch keinen Bock. Also, kommt ja drauf an, wie man es macht. Ja. Umsetzt. Es gibt viele Leute. Man kann ja auch simpel rappen und trotzdem unfassbare Hits sein. Richtig. Das stimmt, aber also ich finde eh so, ich halte mich, also erstmal finde ich, ist das echt kein Rap, ist auch kein Hip-Hop natürlich, sondern. Nee, die Platte nicht, aber ich, deswegen ja, die Frage, ob du belegt hast, es zu machen. So. Nö, aber ey, gezielt macht man eh keine Musik, finde ich. Also ich nicht, außer du versuchst halt in irgendeine Playlist zu kommen. So, ne? Ansonsten sitzt du da und machst halt, was aus dir rauskommt. Und das ist bei mir leider wirklich, ich würde lieber die ganze Zeit Bill Withers picken irgendwie und daraus irgendwie Boom-Bap-Bomben bauen und darauf halt so Tofu-mäßig oder flexen, so, weißt du? Würde ich halt voll gerne machen, aber kommt halt nicht aus mir raus, sondern ich setze mich ans Piano und dann wird's ein bisschen schwul. Weißt du, ist halt so. Das ist die Musik, die ich mache, die mag ich trotzdem gerne. Aber das, ich habe das nicht unter Kontrolle. Ich habe das auch, und das finde ich auch voll wichtig, wenn man jetzt sagt, ich produziere jetzt sowas, weil oder so. Ja. Das ist nicht gut. Ja, das stimmt. Also, würde ich voll gerne können, aber dann würde ich mir lieber jemanden holen, der es wirklich kann. So. Finde ich auch, dafür gibt es Features. So. Ich glaube, du hast immer gesagt, du hättest gerne Döll auf der Platte gehabt, aber traust dich nicht, ne? Ja, obwohl ich, also, es gab jetzt schon Gespräche hinter meinem Rücken, mehr oder weniger, und jetzt nicht für ein Feature, aber so, ob wir uns, wir könnten uns mal treffen, mäßig. So. So. Ich finde die Jungs halt cool, aber auch da, wenn du jetzt überlegst, du machst einen Song und ich habe so andersweise Sprechgesang da drauf, ne? Und dann kommt Döll in der zweiten Strophe und zerfickt alles, ne? Ciao. Ja, auf Wiedersehen. Was will ich denn da noch? Ja. Das ewige, das ist das Thema für Madness auch die ganze Zeit. Ja, die beiden haben das, also manchmal ist es auch wahrscheinlich für Döll so, aber ich kann mir vorstellen, wenn zwei Rapper zusammen auf einem Track sind, dann hast du natürlich auch ein bisschen, außer das ist jetzt so 13-11-80 oder wie ist das Ding? 30-11-80 mäßig? 30-11-80. Ja, und da sind 200 verschiedene Rapper drauf, so. Dann ist natürlich irgendwann egal. Dann vergleichst du immer noch und sagst, es war der beste Part. Aber in dem Fall, in meinem Fall, vergleichst du natürlich direkt. Ja. Und sagst, okay, also das war echt wack. So, und Döll war eigentlich ganz gut. So. Und darauf, also jetzt nicht, dass ich jetzt, ich bin ja, es ist ja auch bei mir kein Meter Duell, weil ich in dieser Welt überhaupt nicht drin bin. Und das finde ich auch ganz gut, wenn du jetzt anfängst. Das mache ich ja dann auch. So, alles klar, das waren 500 Doppelreime und ich habe hier so viel Ketten gezählt und so. Auf das Game, dann machst du aber auch anders Musik. Ich wäre sowieso, also hättest du da Bock drauf, dich so in diese Szene reinzubewegen? Nö, ich habe Lust, mich über die Szene auszulassen. Ja, so wie kannst jeder. Du ja auch, weil du so ein bisschen so von drumherum schwirrst. Ja, genau. So. Ja, aber genauso wie ein Fußballer ja auch sagt, wir haben gegen Bayern gewonnen. Weißt du, der, und der sagt auch, der Trainer hat mal wieder Scheiße gebaut. Ist doch schön. Wie kann er Leroy nicht mitnehmen? Ja, genau. Genau, das ist es doch. Es geht darum, also jeder Hip-Hop-Hörer ist so ein bisschen Trainer auch. Ja. Und hat das alles eigentlich viel besser im Griff als alle anderen. Und ich glaube, das ist auch voll wichtig. Also wenn ich mich, das mag ich voll gerne, mit Leuten über Rap zu sprechen und alle sind so ganz auf der Höhe und haben so die neuesten, heißesten Dinger und sind halt so und wissen auf jeden Fall viel besser, was der Künstler eigentlich als nächstes tun müsste, damit er wieder ganz viel Erfolg hat und so und ja, was ihm doch viel besser steht und alles. Aber das ist doch der Spaß. So. Aber das ist auch, das ist aber auch so eine Musikerkrankheit, ne? Also erstmal ist grundsätzlich alles scheiße. Ja. Kannst du Mucke hören, ohne zu sagen, so, das hätte man da aber handwerklich besser machen können an der Stelle? Voll. Ja. Aber ich bin ja auch wirklich da nicht so wahnsinnig begabt, glaube ich. Deswegen war ich auch, so ein Crow oder aber so. Aber kennst du so Leute, die sagen so, weißt du, die Musik nicht mehr so vom Gefühl her hören können, sondern nur noch so. Ja, okay, da war die Drummer ein bisschen zu laut und die Hi-Hat hätte man da aber nochmal ein Achtel rein. Voll, aber genau, das ist einfach dann Technik, so wie ich mir eine Website angucke und denke so, was ist denn hier los? Ist eher, keine Ahnung, Kleinigkeiten halt. Ne, der Button, wie sieht der Hover-Effekt aus? So, ne? Ja, ist so. Und das ist bei Leuten, die ganze Zeit Musik produzieren, garantiert auch so. Aber letztlich glaube ich, wird ein emotionaler oder krass geschriebener Song oder unglaubliches Riff oder so, wird die trotzdem so kriegen, dass sie sagen, dann ist es doch tatsächlich völlig scheißegal, wie das produziert ist. So. Und ob die Schlagzeugerin zu laut ist und so. Auf sowas achtest du, wenn der Song dich nicht kriegt, so.
Ja. Auch jemand, der Ahnung von Technik hat. Das ist das, was ich zum Beispiel bei Philipp gelernt habe. Du meinst, oh, hier müssen wir noch das. Also, Digga, das Ding ist richtig krass, ne? Also, wir können da jetzt noch 500 Jahre dann rumschrauben, aber der Song bleibt, wie er ist. Und ob du da jetzt noch, keine Ahnung, von rechts nach links wechselst und noch ein in den Hintergrund packst und so, ändert doch den Song nicht. Ja. Und wenn du das einmal raffst, dann ist es so, entweder hast du einen krassen Song und dann ist es so, guck dir die John Frusciante-Aufnahmen an oder so. Kennst du den noch? Gitarrist von Red Hot Chili Peppers. Ach, ja, okay. Und der hat so, ich weiß nicht, 5400 Alben produziert oder so. Ist das auch der Dude, der diesen Kinderchor gegründet hat? Ahnst du das? Nee. Kennst du das Musikprojekt von Ryan Gosling? Nein. Geht's da um Tanzen und Musik? Dead Man's Bones heißen die. Ja. Der macht mit einem Kumpel zusammen Mucke oder hat ein Album produziert, ähnlich wie du so eigentlich. Ja. So, auch treten niemals auf, so einfach so aus Bock. Typ. Und auch jedes Instrument einfach, auch was sie nicht spielen konnten, selber eingespielt. Mhm. Und die haben, das ist so, stell dir Adams Family vor. Ja. Das ist der Soundtrack dazu. Und dieses Cover auch total creepy und so. Und die haben das alles mit einem Kinderchor aufgenommen. Und dieser Kinderchor wurde von, ich glaube, dem Gitarristen der Red Hot Chili Peppers gegründet und ich weiß gerade nicht mehr, wie die. Ja, gut, die haben mittlerweile ziemlich viele Gitarristen. Ja, aber das ist eine krasse Platte. Okay. Zieh das mal rein. Ja, muss ich machen. Ja, genau. Also, es kommt immer wieder aufs Gleiche. Also, so, er hat halt sein, der hat sich ein Mikro so wie wir jetzt. Das stellt er sich da irgendwie in seine Küche und spielt irgendwas, hat aber das Riff des Todes. Ja. Und singt dazu in so einer Kopfstimme, die dir immer eine Gänsehaut verpasst, egal wie scheiße die Qualität ist. Egal wie laut die Gitarre ist. Egal, weißt du? Ist alles egal, weil das Ding halt krass ist. Und ich glaube, wenn man sowas transportiert, ein Döll zum Beispiel tut das für mich. Der hat immer so eine wahnsinnige Energie. Und da ist mir völlig scheißegal, was da drumherum passiert. Und da verschwinden auch ganz oft Beats und so. Komplett. Weil ich so. Dem halt nur noch, ich bin da voll. Wenn ich gerade an die weit entfernt EP denke, kann ich mich an gefühlt kein Beat erinnern. Ja, so. Ja, also die doch waren auch geil. Der Dexter-Beat von weit entfernt und sowas, die waren alle geil. Die gibt mal Fufi Beats. Genau, ist alle unglaublich, aber es geht darum, dass der Typ halt was. So, und dann, das meine ich nur, wenn du sowas hast, dann ist es fast egal, was drumherum passiert. Klar, wenn der jetzt zum Beispiel nur so Trap-Geschichten machen würde, dann würde mich, das gehört ein anderes Klangkonzept für mich, aber trotzdem, ja, also finde ich, das ist halt wichtig. Warum haben wir da nochmal drüber gesprochen, weißt du? Nee, ist auch scheißegal. Ja, aber, Ja. Was machen wir jetzt? Du tätowierst morgen wieder, ne? Ja, morgen geht's los. Und zwei Tage, das wird richtig krass. Für das nächste Musikvideo. Ja. Das wird völlig krank. Ich muss 50 Tätowierungen an zwei Tagen. 50? Also 25 am Tag. Mhm. Ihr habt euch so per E-Mail konnte man sich bewerben, glaube ich. Ne? Ja, aber das sind so, also von den 50 sind 40 Kumpels. Ja. Und da hatten wir noch so 10 Plätze oder so. Genau, und das sind jetzt halt, das sind ja aber auch, da haben sich wieder voll viele Leute gemeldet, die ich auch kenne. Also es ist eine kleine Family. So. Okay. Die grillen. Du bist auch noch morgen da, oder nicht? Ich bin morgen noch da, ja. Ich penne im Wohnwagen. Kannst natürlich auch noch eins der abholen, wenn du willst. Und vielleicht. Ich weiß ja noch nicht, was du da so treibst morgen, was du da überhaupt tätowieren möchtest. Ich habe Wörter gehört, oder? Ja. Ich kann doch, glaube ich, noch nicht, ich weiß nicht genau, wann das rauskommt. Ich möchte noch nicht sagen, was da passiert, weil die Idee ist zu krass, als dass man die jetzt vorher erzählt. Das hat noch nie jemand gemacht. Und das wird. Also, wir haben es auch noch überhaupt nicht ausprobiert. Kann auch sein, dass es gar nicht funktioniert. Dann haben 50 Leute einfach irgendwelche Wörter. Ich habe so ungefähr so. Ich habe halt nur gehört, du tätowierst und du tätowierst Wörter. Und mehr habe ich nicht gehört und ja, ich habe eine Idee, was es werden könnte, aber vielleicht liege ich falsch. So, deswegen. Das wird geil, glaube ich. Ich bin gespannt. Ja. Auf jeden Fall. Auch einfach. Also ich hab dich ja auch schon mal tätowieren sehen. Ja, ey, aber ohne Scheiß, dafür konnte ich nichts. Dafür konnte ich erstmal gar nichts, ne? Ich war echt bemüht und hatte auch eine ruhige Hand, alles war sau cool. Ich hatte 6 Bier vorher, ich war echt komplett relaxed, ne? Aber der Typ, Max Richard Lessmann. Ja. Der hat halt rumgehampelt, der wurde interviewt, während ich ihn tätowiert habe, auf der Bühne im Autokino. Ja, Autokino in Hamburg, genau. Und dann wurde er interviewt, das war die Idee davon, er wird interviewt, ich tätowiere ihn. Und der Typ hat ständig mit seinem Ellbogen in die Maschine gehauen und so, weil er so wild artikuliert hat. Was willst du denn da machen? Es hat ihn aber auch null gejuckt, dass er da tätowiert wurde. Das war ihm scheißegal. Das war ihm wirklich scheißegal. Aber er hat doch nur Tätowierung von Leuten, die nicht tätowieren können. Genau, das Konzept ist geil. Und dann hat auch Oma, Opa und so. Das erste, hat er es nicht erzählt, dass das erste Tattoo, was er bekommen hat, von seinem Vater war, direkt unterm Weihnachtsbaum, als er irgendwie diese Tätowiermaschine in die Hand bekommen hat? Oder so? Völlig geil. Die Geschichte ist saugeil, das ist die beste. Und er hat ja mittlerweile 20 Tätowierungen oder so, ne? Auch von seiner Freundin direkt übers Herz und so. Süße Gesten und die sehen alle richtig geil aus. Wirklich. Ja, ein Kumpel von mir hat auch letztens zum ersten Mal tätowiert. Mhm. Einfach so von einem Kumpel, der es kann und auch wirklich macht, so die Nadel in die Hand
aufgedrückt bekommen so und eine Freundin meinte so, ja, du kannst mich tätowieren. Und er hatte so richtig Titter und Zucker und richtig, er ist fast umgekippt vom Tätowieren, ne? Ja, weil das auch voll aufregend ist. Glaube ich. Ich könnte das nicht, glaube ich. Aber ich glaube, das wird sich nach 10, 20 Tätowierungen morgen legen. Wie häufig hast du tätowiert jetzt? 6 oder so. Ich habe so ein Album auf meinem Telefon. So mit den coolsten Sachen. Also alle sind das, die ich gemacht habe. Niki, der unten sitzt, mit dem ich das Label gegründet habe, hat auch eins. Das ist ein Totenkopf. Sieht aber aus wie so ein Toastbrot, das lächelt. Das ist ganz süß eigentlich. Und Toja habe ich letztes Mal tätowiert. Kennst du vielleicht auch. Ist ihr Account wieder frei? Ja, ja, ne? Ist wieder frei. Okay, habe ich mitbekommen. Die Dinkel mit haben sie wieder gehen lassen. Die habe ich tätowiert. Jet Set auf dem Oberschenkel. Also ein paar Leute schon. Alles gut gegangen. Also wirklich, alle haben gesagt, also wirklich, es ist nicht einfach so gelabert, sondern Brian, der sitzt ja auch da unten. Mhm. Ich habe fast alle tätowiert. Antje auch. Bis auf dich habe ich noch nicht und Franzi auch noch nicht. Die lässt mich da auch nicht ran. Nee. Bisschen verständlich auch, aber ich glaube, am Ende dieser 2 Tage, Alter, dann habe ich ein größeres Portfolio als so ein Tätowierer nach seiner Ausbildung. Ohne Scheiß jetzt. Und das in 2 Tagen abgerissen. Ja, so viele Kunden kriegen die doch da nicht vor den Latz da. Die müssen die ganze Zeit so wie Haare fegen halt. Vor allem in diesen komischen Dada-Zeiten, die wir haben, gibt es ja auch super viele Trash-Tätowierer, ich bin sau die innen, krank gehypt werden sollen. Ne? Also kennst du dieses Rückentattoo von Young Horn? Nein. Er hat ein sehr hingekrakeltes, es ist so, glaube ich, wenn ich meine Augen zuhalten würde und einen Kugelschreiber in der Hand hätte und so ein DIN A3 Blatt und du würdest sagen, mach mal ein Nike-Logo. Ja, hat er ein Nike-Logo? Nike-Logo hinten drauf und so dünne, auch wie Kugelschreiberlinien, so Linien von oben nach unten runter und ich glaube sogar, dass Just Do It drauf steht, ich bin mir aber nicht sicher. Auf dem Rücken? Auf dem Rücken, es sieht so krank aus. Aber cool krank oder krank krank? Cool, krank. Ich bin mir nicht sicher, aber, also ich finde das auch. Bei ihm ist eh alles egal, glaube ich. Ja, ja. Ich finde so wackelige Schriften wirklich cool. Das ist jetzt kein Scheiß. Ich finde, du hast ja auch Rap da stehen. Guck mal, die Typo ist doch geil. Ja, ist doch geil. Das ist, erkennst du die? Nee. Das ist von dem Drake Mixtape. Ah. Ja. Okay, fandst du das so fett? Ja, schon. Aber ich finde die Schrift auch einfach geil. Ja, ist sie auch. Es ist auch ein bisschen stumpf, das hier so. Mach doch noch so ein Oder hinten zwischen. Wenn die nächste Crow-Platte auch wieder geil wird. So. Oh, nee. So reingequetscht. Doch, ist geil. Mit so einer Panda. Das ist so eine Panda-Maske. Wie findest du das denn? Soll ich das eben machen? Direkt, oder? Auf dem Küchentisch. Ey, komm, just do it, Alter. Ja. Kann ich schön auf dem Rücken das Ding nochmal zwirbeln. Ne? Ja, mal sehen. Also, ich glaube, es wird auf jeden Fall spannend. Wir haben den Grill morgen an und ein bisschen Bier da und so. Und dann auch richtig scheiße vor Tätowieren. Alle saufen. Darfst du eigentlich gar nicht. Schwierig, ne? Wir haben mal einen Kumpel, auch einfach zum Geburtstag, der nichts mit Tattoos am Hut hat oder so. Auch er hat keins, er hat auch kein Interesse, einen zu bekommen oder so. Haben wir einfach so die Amazon-Bestseller, so 60 Euro Tätowiermaschine. Und dann? Das war halt, er hat in der WG bekommen. Er hatte bekommen zum Geburtstag. Und das Ding ist, er hat in der WG gelebt, in der wir halt immer so abgehangen haben und saufen halt einfach so bis spät in die Nacht rein, so in Göttingen gewohnt, 5 Jahre lang, wo halt auch nichts geht. Da trinkst du halt einfach mit den Jungs und so und Mädels. Und da wurden auf jeden Fall auch ein paar Leute tätowiert. Und auch so mit Ohrringe stechen und sowas. Und solche Geschichten mit Kartoffeln und heißen Nadeln. Die sind hart drauf. Ja, und also solche Sachen sind auch schon passiert. Auch ein Kumpel von mir hat bis heute so einen schwarzen Fleck auf dem Ohrläppchen, weil die Nadel Ruß hatte. Und eingeschlossen oder was? Quasi ein Tattoo. Geil. Beim Durchstechen. Der sieht immer aus wie so ein entzündeter Pigment, so eine entzündete Pigmentstörung. Das ist wirklich wie so eine Pigmentstörung, so einfach so ein schwarzer kleiner Punkt. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Ey, ist so ein Typ gerade auch im Niemandsland, der hat sich auch eine Maschine gekauft, auch so ein 60-Euro-Moped da. Und dann, der ist halt auch sau heiß und der tätowiert sich jeden Abend selber so. Und dann halt auch ohne nachzudenken. Ne? Antje hat so einen Kreis um den Unterarm. Also, wir haben ja voll viele. Ja. Und das so ein Anzeichnen dauert im Schnitt so 1 bis 2 Stunden, ne? Weil du musst es halt perfekt ausrichten, dann sieht es immer kacke aus. Und der geht so um die Ecke, tätowiert so einen Typen und so, oh, ich glaube, ich ziehe mir auch noch einen. So. Und macht sich einfach so einen Ring da drauf, ohne Vorzeichnen, ohne alles. Weißt du, wie das ist? Hast du schon mal versucht, mit der Motorsäge so einen Baum durchzusägen und der ist zu breit, sodass du von mehreren Seiten ansetzen musst? Vielleicht zufälligerweise nicht, ne. Ja, auf jeden Fall hast du am Ende, wenn die Linien aufeinandertreffen, immer ein paar Zentimeter Lücke zwischen dem einen und dem anderen Schnitt. Ja. Und genau das wird natürlich bei ihm auch passieren. Er hat ja keinen Bock mehr, hat dann bei der Hälfte aufgehört. Aber er kann ja nicht gerade wieder rumkommen, wenn du das nicht richtig ausrichtest. Ja. Außer, keine Ahnung, das ist Jesus Enkel oder so. Weißt du, das wird nicht klappen. Der wird dann ein richtiges Ei hinten runterdrehen.
Aber hast du nicht gesagt, dass du immer darauf achtest, dass alles für, also die Hygienearbeiten lässt jemand anderes machen und du tätowierst dann einfach nur, ne? Da, jetzt für die nächsten 2 Tage, ja, ja, weil wir ziemlich viele machen müssen. Ansonsten mache ich das natürlich auch selber, aber ich achte voll drauf. Und er halt, also, ne, ist ihm auch nicht so wichtig. Und mir ist das voll wichtig, ne, also immer alles abziehen. Ich schmeiß alles weg. Ich habe so, also, wie man das auch macht. So macht man das halt, aber die ganzen Heimtätowierer machen das halt nicht. Ich habe aber so eine Freundin und einen Kumpel, die sind beide Tätowierer und die achten da sehr drauf und das ist voll wichtig. Ja, ne? Kumpel also, von mir auch. Stell mal vor, Alter, du steckst da jemand mit irgendeiner Krankheit an. Stell es mal vor, ja, wie krass, aus so einer Scheißaktion. Ey, das ist so behindert, deswegen muss man sich, das ist einfach wichtig und das ist ein Handwerk und das nehme ich echt ernst so, ne? Wie das aussieht, ist dann, das ist der Spaß. Ja. Aber der Weg dahin, dass das sauber ist, ist alles sauber, irgendwie sterilisiert ist da und so, ne? Ja, das ist halt voll wichtig, wenn du das nicht machst, ja, dann passiert irgendwann mal was. Crates. So ja, einfach. Ja. Ja, also das hier wurde im Endeffekt auch auf einer Tischtennisplatte, auf so einer Yola-Tischtennisplatte gemacht, ja, aber war halt alles astrein genau sauber so. Ne? Ja, das ist wichtig. Ja. Genau. Und irgendwas wollte ich. Ey, du hast mal überlegt, nach Hamburg zu ziehen oder nach Berlin und so, ne? Ja, es war mal eine Idee wegen, nicht wegen Mucke oder so, sondern einfach wegen Büro. Ich habe ja noch die Agentur und ich wollte hier mal raus. Deutschlands bekanntester Webdesigner. Das hat noch nie jemand gesagt. Oh Gott. Eigentlich wollte ich dich so vorstellen sogar, aber... Stimmt, geil, witzig. Aber dann haben wir hier über uns das Chaos hier unterhalten. Deutschland, alles der Webdesigner. Wäre eigentlich ganz geil. Immer vor, Alter, das ist mega. Mach mal Zing-Profil oder so. Ja. Kann ich gleich auf jeden Fall erweitern. Oder die in den Insta-Bio. Ja, richtig assi, das ist auch von sich zu behaupten. Ne, es gibt noch diesen einen Typen, der hat Spotify gestaltet. Das ist, glaube ich, auch ein Deutscher, der wohnt jetzt aber in Amerika. Ey. Mit so einem langen Bart, der ist der bekannteste. Digga, hast du mal darauf geachtet, dass das Spotify-Logo ganz, ganz leicht nach rechts ausgerichtet ist? Es ist schief. Ja, wegen Anstieg? Wegen Dynamik? Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht mehr angucken seitdem. Wegen Supreme? Das macht mich wahnsinnig. Okay. Also, das genau, ist hab ich noch nicht gesehen. Dieses Logo, dieses WLAN-Symbol quasi, ist ganz leicht schief. Und es macht einfach keinen Sinn. Das ist genauso wie die Facebook-Header, wenn du diese, die haben so 851 Pixel. Ja. Da denkst du, welcher Ficker war das, Alter? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Naja, warum, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall, das, ja, da muss man drauf achten beim Tätowieren. Ich glaube, darüber haben wir gesprochen. Oder? Nee, ob du nach, du wolltest nach, ach, Hamburg. Ach so, nach Berlin gehen. Hamburg oder Berlin. Geil. Darauf muss man achten beim Tätowieren. Also wenn in Hamburg, Berlin nicht. Ja. Also Berlin ist cool für ein Wochenende, dann bin ich aber auch fertig. Ich bin dann auch immer so, ich bin froh, schön, also ich finde es geil da zu sein, aber ich bin richtig froh wieder wegzufahren. Ja. Ne? Aber ich mache da auch, ich arbeite ja eh nur, also es ist scheißegal, wo ich bin. Ob ich, es ist, da ist auch ein Land dann, also Landsitz, mein Landsitz, ja, ist dann halt ähnlich. Also hier sind immer so wie heute. Hier sind immer viele Leute und wir arbeiten an irgendwas. Ja, weil ich irgendwie... Wenn man sich das so anhört, auf der Platte erwähnst du auch mal irgendwie so kurz, dass du irgendwie in der Schule gar nicht so beliebt warst eigentlich. Ja, früher war ja, ne? Oder sagst du zumindest, du sagst, du warst ein anstrengender Typ. Und kann man sich ja gar nicht so vorstellen. Und dann all das, was du jetzt machst, ist ja eigentlich, würde man direkt sagen, ja, der Typ kommt aus Hamburg oder aus Berlin und so. Und da macht er alles, diesen ganzen, ne? Aber jetzt im Grunde hast du dir ja alles hier hingeholt, oder? Genau. Das ist das Geile an dem ganzen Ding, dass alle hierher ziehen und hier Dinge machen wollen. Weil es ist ja auch voll schön hier. Und das ist das, was... Deswegen, ey, das ist genau der Grund, warum mich immer so seriöse Institute anrufen, wie die Öffentlich-Rechtlichen oder so, und sagen, ey, wir haben echt ein Problem. Die Jugend hasst das Land. So, weißt du, die wollen alle in die Stadt, aber das ist Quatsch. Und die brauchen halt jemanden, der das... Der denen das wieder zeigt, genau, dass das echt auch geil ist. Genau, ich sehe es ja wirklich anders. Ich so macht es ja auch geil. Bock. So. Ich komme ja auch... Aus genau so einem Dorf, ja, auch in so einem niedersächsischen Dorf. Aber wenn du hier nichts, also wenn du dir das nicht selber aufbaust, dann gibt es hier halt nichts. Und das ist so der Grund, ne? Und dadurch entsteht dieses ganze Macherding so, weil du brauchst Dinge, damit du Dinge machen kannst. Und die musst du dir halt selber erschaffen. Und dann kommen irgendwer andere und sagen, ey, das ist viel geiler als das, was ich gerade habe. Und dann bleiben die am besten, so wie hier jetzt. Ja. Und dann hat man sich eine kleine Stadt gebaut. Ohne die ganzen Nachteile von der Stadt. Ja, finde ich wirklich. Also es gibt ja, ich finde Stadt ganz oft scheiße. Also an ganz vielen Stellen ist es scheiße. Jetzt nicht nur einen Parkplatz suchen, sondern viele andere Sachen sind da auch echt anstrengend. Hundekacke. Zum Beispiel, ja, aber das sind alles so kleine, nichtige Sachen. Mir geht es echt um Platz und Ruhe, wirklich. Ne? Also auch wenn ich die, es ist so, ich brauche die nicht immer, aber wenn ich die gerne hätte, dann will ich die sofort haben und will nicht irgendwie 6 Stunden in irgendeinen Wald fahren oder so. Und da dann durch Scheiße laufen. Sondern ich will einfach in den Garten gehen und mich hinlegen. Ja. Ist also auch geil, wenn ich bei meinen Eltern bin, ist ja, immer genau schön einfach rauszugehen. Und du hast Ruhe und du hast einfach einen schwarzen Himmel nachts.
Ach so, ich dachte Ruß oder... Nee. Genau. Nee. Husch, geil. Aus dem Pott. So, geil. Nee, so, einfach wirklich ein schwarzer Himmel. Das gibt's ja so nicht in Hamburg oder so. Ist das so? So viele Lichter in der Stadt und dann hat man so ein... Ach, weil du nichts siehst, ja, weil der Kontrast nicht stark genug ist. Genau, du guckst in den Himmel und du siehst eigentlich, es ist voll schwer, Sterne zu sehen und so. Okay. Bei so einem klaren Himmel eigentlich. Ja, heftig. Das macht keinen Bock. Ja, aber ich, ja, auch das, ne, also ich finde in der Theorie die ganzen Vorteile vom Land voll geil, letztlich sitze ich immer in der Bude am Laptop, ne, also das ist mein Leben schon so, ich mache ja eh die ganze Zeit irgendwas, also ich das Einzige, wann ich das mal nicht mache, ist, wenn ich mal so sag, Alter, jetzt, ich kann nicht mehr gucken, weil ich so lange aufs Laptop geguckt habe, so, ich muss jetzt mal, setz mich jetzt aufs Motorrad und fahr ein Stück, so, dann mache ich das nicht, aber ansonsten arbeite ich eh die ganze Zeit, ich finde nur, Luft gut, ich mag es, wenn ein Huhn um deinen Fuß rumläuft und so, wenn du ein bisschen Platz hast, so. Ja, das ist bei uns zu Hause auch so. Ja. Wie viele Leute leben jetzt auf dem Clemensland? Fest sind das nicht viele, 4 oder 5 oder so, aber da sind immer Leute. Also ja. Wirst du dann nachher sehen. In den nächsten 2 Tage eh. Da sind irgendwie 20 Schlafplätze oder so. Ja. Ja. Ich habe 3 Jahre oder so auf dem Dockville immer gearbeitet und so beim Artville mitgeholfen und so, das mit Aufbauen, Abbauen und so. Also was heißt mitgeholfen? Ich habe da Kohle verdient. Ja. So. Ich habe was mitgestaltet, federführend. Einfach Bock gehabt, die Jungs zu unterstützen. Nee, aber. Aber gibt's ja auch, oder nicht? Haben die auch so einen Verein und so, oder? Ja, es sind super viele Zimmermannsleute und so, die dann da eh auf diese, ich weiß gar nicht, wie nennt man das eigentlich, wenn man so diese Reisen, die man macht als Zimmermann. Ja, oh Gott. Dieses Jahr, dass man dann irgendwie so. Ich weiß, Alter. Tippel nennen das Leute oder fällt mir gleich wieder ein. Weiß ich gleich wieder. Da gibt es bei uns ja auch manchmal Leute, die vorbeikommen. Ja, und ich stelle es mir ehrlich gesagt ein bisschen wie beim Dockville vor und beim Artville. Ja. Weil da auch so irgendwelche Leute kümmern sich ums Essen. Ja. So, dann viele Handwerker und alle machen so und irgendwie. Und es ist ein bisschen kommunartig und so. Und ich habe das immer voll genossen. Ich fand die auch schon immer cool. Wir haben die Dockville-Webseite gebaut und so. Und dann, da kenne ich da so ein paar. Auch die Leute, die da viel Handwerkern und so. Das ist immer ein gern genommener Funfact von mir, wenn ich so auf der Dockville-Homepage bin oder so alle Jubeljahre wieder wegen irgendwie Tickets bestellen oder mal gucken. Dann, hier, das ist übrigens von der Agentur von Finn Kliman gemacht worden. Ach so, wirklich? Okay, krass. Ist ja immer noch am Arbeiten. Das fragen viele, ja klar, voll, ganz normal, ja. Immer noch am Arbeiten. Ja. Ach ja. So, Diggi, wir müssen jetzt auch... Ich bin auch fertig. Ich bin auch fertig. Hier oben wird es langsam warm und wir müssen jetzt Statistiken gucken. Statistiken gucken, wie so die erste Single und so jetzt. Naja, also wir haben jetzt wir haben Verkaufszahlen. Ah, stimmt, Vorbestellung. Das ist wichtig. Bist hibbelig? Langsam werde ich hibbelig. Wir machen das schon lange hier oben. Und ich muss jetzt gleich mal wieder gucken, was bei den anderen so geht, ob die alle noch leben. Und wir müssen ein Bier aufmachen und mal gucken, was da so geht. Gut, Mann. Dann freut mich, dass du Bock gehabt hast. Ey, voll schön, war super. Hat Spaß gemacht. Nice. Immer wieder gut über. Ein bisschen über Hip-Hop zu sprechen. Ja, Gott und die Welt. Ja, und den Rest, genau. Hip-Hop und den Rest. Alles klar, danke. Ja. Hört gerne wieder rein. So, wir sind ja jetzt auch endlich bei Spotify. Also ich glaube, wird so die 4., 5. Folge sein, die bei Spotify rauskommt. Also wenn ihr es über anderen Plattformen hört, so könnt ihr jetzt auch endlich über Spotify machen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles klar, ciao. Backspin.